Donnerstagmorgen, 20 vor 8. So, ich bin auf dem Weg, beziehungsweise Lien kommt dann auch zum McLeod Automotive Repair Shop. So, ich hoffe, der findet raus, was mit der Karre hier nicht in Ordnung ist, dass die hier nicht anspringt und manchmal einfach ausgeht und so weiter. Ja, morgens 18 Grad, ne? Angenehm kühl. Springt die Karre einwandfrei an. Fahre ich 8 Stunden über die Autobahn, gehe tanken, springt die nicht an. Also normalerweise war das ja am Anfang mal umgekehrt, ne? Als die Karre kalt war und so weiter, morgens den ganzen Tag stand, sprang sie nicht an und dann den Rest des Tages. Und jetzt umgekehrt, wenn es warm ist, wenn die ganze Zeit gelaufen ist, wie... Ey, super nervig. So, ja, dann wollen wir noch zum Friseur. Ich habe keinen Coupon gefunden. Also normalerweise zahle ich hier keine 21 Dollar. Also ich zahle immer 20 Dollar für einen Haarschnitt. Aber wenn der schon 21 Dollar kostet, kann ich natürlich keinen Tipp mehr geben. Normalerweise kriege ich so einen Coupon, ne? 8,99, 6,99, 11,99 und dann kann ich halt bis 20 Dollar den Rest halt Trinkgeld geben. Jetzt kostet der Haarschnitt alleine 20 Dollar. So, jetzt waren wir hier noch bei Grocery Outlet. Sieht man wahrscheinlich nicht gegen die Sonne. Und es gibt schon wieder Steak. Also das Aldi Steak, das hat ja glaube ich 17 Dollar gekostet und jetzt hier gab es zwei kleine Steaks, eingewickelt in Speck, Bacon, für 5 Dollar. Aber da haben wir 4 Stück gekauft. Also es gibt wahrscheinlich wieder Steak, kostet ein Drittel weniger, mehr als ein Drittel weniger, aber ist wahrscheinlich besser. Dann werden wir mal sehen. So, jetzt müssen wir noch bei Winko vorbei und Smart and Final, denn ich brauche Granola Bars und Eis. Und dann muss ich irgendwann zum Friseur. Ja, es ist besser heute zu gehen, Donnerstag, als am Freitag. Ohne Coupon zahle ich wahrscheinlich 25 Dollar. Aber gut, das ist auch nur 5 Dollar mehr, als ich sonst zahle. Und die Friseure kriegt halt kein 15 Dollar Trinkgeld oder 10 Dollar Trinkgeld, sondern nur 3 Dollar oder 2. He's not getting up. Bürgersteig. Also hier, wir sind an einem Safemart vorbeigefahren und wir sind dann 8 von diesen kleinen Mini-Robotern vorbeigekommen, die hier das Essen oder hier die Groceries ausliefern. Und die strugglen ja wirklich noch mit Bordsteinen und Straßenüberquerungen. Aber die sind überall. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, diese kleinen Roboter. Ich glaube nicht. So, auf dem Weg nach Hause haben wir hier gesehen, Moving Sale. Also, da ist so viel Crap im Vorgarten. Lern wollte mal stoppen. Oh. Ja, vielleicht finden wir einen Schrott, den wir brauchen. Zwei Läden habe ich noch gefunden, aber das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass die alle tot sind. Und ja, 20 oder so sind, aber die bewegen sich nicht wirklich so wie vorher, sehr, sehr super agil hier. Ich weiß auch nicht, ah, die bewegen sich so ein bisschen, aber ich glaube, da sind nur einige gestorben hier. Das nervt mich immer noch. Ja, das macht er ja schon wieder 10 Minuten vom Fenster um. Ich schneide gerade Videos zusammen. Ich verstehe nichts. Was macht der denn da, ey? Spult er die Autos an? Was für ein dummer Penner, ey. So, ich habe gerade einen Anruf von der Werkstatt bekommen. Das Auto ist fertig. Aber es gibt nie irgendwelche Informationen übers Telefon. Von daher kann ich noch überhaupt nicht sagen, ob er es gefunden hat, was er gemacht hat oder wie auch immer. So, eigentlich wollte ich von da aus zum Fox Grove Park, denn das ist auf dem halben Weg dahin. Aber es ist natürlich viel zu früh. Wir haben erst 3:15. Das ist 6 Stunden bis Sonnenuntergang. Oder 5. Und es ist noch super warm. Von daher weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich die Angelsachen mitnehmen, umpacken und dann weiterfahren. Aber das bringt natürlich alles nichts. Weil es noch so früh ist. So, wir sind auf dem Weg bei 100 Grad. Zumindest hier im Auto. Boah. Ja, meine Angelsachen habe ich nicht mit, denn das ist einfach viel zu früh zum Fox Grove Park. Vielleicht fahre ich später hin. Mal den Ryan antexten, ob der auf dem Meer ist. Seit 5 Tagen
ist auch die, die Lachssaison hier in der Gegend eröffnet. Es wäre natürlich geil, wenn ich morgen oder übermorgen nochmal auf Lachs gehen könnte, auf dem Meer. Ah, wahrscheinlich hört da nichts draus. So, ich habe die Ersatzflasche bekommen, die ich bestellt habe, denn ich wollte ja diesen Strohhalmverschluss haben, wo man dann einfach, wo man nicht kippen muss, sondern man trinkt halt einfach so aus dem Strohhalm, was angenehmer ist. Ich bin mal sehr gespannt. Also die Flasche ist ein ganz bisschen anders, nur die Aufschrift, also ich meine, die Flasche ist natürlich dieselbe, also die gleiche. Ob das hält, denn ich habe einen Kollegen, einen Hubschrauberpiloten-Kollegen, der hat eine ähnliche Flasche und sobald der fliegt und sich die Höhe halt ändert, dann tropft die. Aber bisher hält die ziemlich gut, der Strom gefällt mir sehr gut und der hat auch hier so einen Verschluss, wo man das einfach irgendwie einhaken kann hier. Ja. Boah, ist das warm. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Auto los war oder ist, ob es lösen konnte oder einfach aufgibt oder wie auch immer. So, wir haben 37, 38 Grad im Schatten. In der Sonne natürlich, keine Ahnung, 50 oder so. Extrem warm. Und das ist erst der Anfang. So, es ist eine Hitzewelle angekündigt und zwar wird es so heiß wie noch nie zuvor hier. Und ja, die ganzen Staudämme sind auf einem absoluten Niedriglevel. Ich habe durch Facebook oder eine Nachricht auf Facebook erfahren, dass der Wasserstand im Powell Lake und im Lake Mead, die ja in Arizona sind und wo der Colorado River halt durchgeht, dass die auf einem Niedriglevel sind und dass die da jetzt nicht mehr so viel am Hoover Dam nicht mehr so viel Strom erzeugen können und dass sogar die Stromversorgung hier in Kalifornien beeinflusst. Und ja, der Gouverneur von Kalifornien hat heute eine Order rausgegeben. Also das ist nicht mandatory, das ist voluntary. Aber immerhin, dass man doch als Privatperson, aber auch als Bauer und alles Mögliche doch bitte mal versuchen soll, 15% des Wasserkonsums einzusparen. Ja, aber es wird trotzdem damit gerechnet, dass wir in diesem Sommer einiges an Stromausfällen bekommen, dadurch, dass halt nicht mehr so viel Strom erzeugt werden kann. Durch das fehlende Wasser. Also wir sind mal wieder in so einer Jahrhundert-Drought. Oh, boah, ist das so eine Warnung. So, ich habe mein Auto wieder und er hat herausgefunden, was es liegt. Und zwar irgendwie der Luftregulierer für die... Also wenn man lenkt, braucht das Auto mehr Power. Mit der Aircondition braucht es mehr Power. Wenn man im Gang schaltet, man braucht man mehr Power und so weiter. Auf jeden Fall das Ding, das hat nicht richtig funktioniert. Und jedes Mal, wenn es vorher hier war, zweimal, einwandfrei, aber heute nicht, hat er ausgewechselt. Das Teil kostete $200 und die Arbeit auch, also $400. So, jetzt hat die Lien noch Probleme mit ihrer Aircondition und er meinte, das kann er sofort innerhalb von 2 Minuten lösen. Da bin ich immer gespannt. So, der Jim, das ist der Name von dem älteren Herrn da. Der hat nur noch auf mich gewartet, bis ich das Auto abhole. Und dann hat die Leanne von ihrem Problem erzählt mit der Klimaanlage, dass sie immer irgendwie Probleme verursacht. Naja, auf jeden Fall hat er das kurz jetzt noch reparieren können. Also das heißt reparieren. Naja, auf jeden Fall muss die Leanne nochmal hin mit Timing Belt auswechseln und Wasserpumpe. Das macht man immer gleichzeitig dann und bla bla. Ja, aber der kurze Fix hier mit der Klimaanlage kostenlos. Nein, der hat $400 gemacht. Also ich weiß, was heißt $400 gemacht. Das Teil war ja ziemlich teuer. So, ein Bier habe ich auch noch bekommen. Der schönen Budweiser. Und ja, der Typ ist auf jeden Fall cool drauf. Und der hat auf jeden Fall Ahnung. Mein Auto scheint jetzt zurzeit zu funktionieren. Da fehlt zwar jetzt ein Achtel Tank oder so weiter, der hat es glaube ich ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber es macht ja nichts. Jetzt funktioniert mein Auto erstmal wieder für eine Weile, hoffe ich. Also ich meine, das liegt natürlich immer noch Öl hier und da und das muss auch auf jeden Fall noch gemacht werden. Die Bremsen sind auch halb runter und so weiter, aber für ich meine, das war ja gefährlich, dass es plötzlich ausgegangen ist. So, jetzt haben wir mittlerweile 20 nach 5. Jetzt fahre ich nach Hause und dann muss ich mir überlegen, ob ich zum Fox Grove Park fahre oder nicht. Es ist immer noch schweinewarm. Ich habe hier einen
Temperaturmessgerät im Auto, das hatte Lena nicht. Und das die Temperatur zeigt 39 Grad. Also es ist wirklich warm. Ein Glück funktioniert die Klimaanlage und alles. Und jetzt funktioniert das Auto wieder. Keine Chance, dass es ausgeht. Nice! So, die Lena geht jetzt noch Hackfleisch einkaufen für Spaghetti. Das Steak, das wir gekauft haben früher am Tag, das gibt es morgen oder übermorgen. Denn ich hatte schon zwei riesige Steaks bei dem Barbecue, dem Company Barbecue und gestern Steak. Da brauche ich nicht nochmal direkt Steak. So, ob ich zum Fox-Hofpark fahre, das weiß ich noch nicht. Bei 39 Grad. Boah. Ja, da muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall das Bier. Ich habe mir der Budweiser getrunken. Da kam der an, hör mal, willst du ein Bier? Ich dachte so, ja klar, nehme ich. Hat er da fünf verschiedene Biere gehabt, von denen ich mehr als aussuchen konnte. Total krass. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja. So, wir haben immer noch 36 Grad. Um 8:30 Uhr. Essen fertig. Die Jens schützt wie ein Schwein, würde ich was sagen. Spaghetti gibt's. Und wir hatten ein Erdbeben heute. Und zwar einiges an Erdbeben. Und die ist traurig, dass es nicht gespürt hat. Denn das war ganz stark. 4.9, 5.1. Das war ganz in der Nähe, in der Valley, was eigentlich absolut unüblich ist. So, der Ryan hat sich gemeldet. Morgen werden wir angeln, aber dann liegt es nicht auf dem Meer. Ja, jetzt gibt es Abendessen. Und es ist wirklich warm. I never feel the earthquakes.